Grüß Gott! Sagt die Stimme. Grüß Gott, sagt die Stimme. Die als Klang in den Raum sich ausbreitet und sobald sie innehält, verklungen ist. Stimmbänder vibrieren. Der negative Raum bewegt er den Körper. Der Körper im Raum. Vom Leben hat keiner eine Ahnung. Vom Erfahrenen, der sich getrennt von der Erfahrung empfinden kann, ist schon wieder eine Erfahrung. Der Erfahrene, der sich getrennt von der Erfahrung erfährt, ist eine Erfahrung. Und was erfährt diese Erfahrung denn wieder? Bist du ein Gefährte? Oder ein Gefährt? Fährst du dahin durch die Zeit? Oder ist die Zeit ein Kind von dir, der du Aufmerksamkeit schenkst und dich so in sie verliebst, dass du nicht mehr bemerkst, dass die Zeit in dir ist und nicht du in der Zeit, weil du dich verwechselst mit einem Objekt, das erscheint und verschwinden kann. Oder möglicherweise ist es ewig da. Es kam nie, es ging nie. Du träumst nur von der Geschichte von dir, die erscheint und vergeht. Im Rampenlicht des Bewusstseins, das auch schon angezweifelt werden kann. Denn im tiefen Tiefschlaf, ja, wo du weder dich noch etwas anderes kennst, da hast doch keine Ahnung von einem Bewusstsein, das du deins am Tag nennst. Wie lali, la, 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 li, la, li. Ach ja, ach ja, ach ja, heute Morgen, da kamen gleich die Sorgen. Da war das Gehirn gleich aktiv. Oh ja, es wollte sich selbst beweisen, dass da einer ist, dem es gehört. Oh ja, war es wirklich das Gehirn? Wer kann es sagen? Es war wahrscheinlich nicht das Gehirn. Das Gehirn war nur der Empfänger der Gedanken. Ja, wo bin ich denn? Bin ich denn da außerhalb von dem Gehirn, wenn ich nur ein Gedanke bin? Ach, zeig mir mal einen Gedanken. Ich konnte keinen finden, keinen einzigen Gedanken. Ich kann keinen finden, keinen einzigen Gedanken. Die Gedanken sind frei, darum finde ich sie nicht. Die Gedanken sind frei, darum finde ich sie nicht. Ja, das ist ja ein voller Satz. Das ist ja ein voller Satz. Ein voller Satz. Die Gedanken sind frei. Sie sind so frei, dass ich sie nicht finden kann. Sogar das Ich, das ein Gedanke ist,
der möglicherweise nach sich selbst Ausschau hält, kann sich auch nicht finden. Er ist nur als ein nicht auffindbarer Gedanke in gedanklicher Form existent. Doch in der Gedankenlosigkeit, ja, die kann keiner denken, da ist auch nichts von den Gedanken mehr vorhanden. Oh ja, oh ja, ich bin ja, als Mensch bin ich nun da, als absolut normaler Mensch sitze ich hier rum und sage dumm, ich schaue aus, wie ich mich nicht selber sehen kann. Ich schaue aus, wie ich mich selber nicht sehen kann und was ich im Spiegel sehe, das bin ja gar nicht ich, das ist ja nur das Spiegelbild. Oh, ich habe ein schönes Spiegelbild da, ja. Ach, das ist schön, das Spiegelbild von mir, das ist so schön, da könnte ich mich ja gleich rein verlieben. Vielleicht male ich ihm noch die Lippen an mit einem purpurnen Regenbogenstift. Ah, da kann ich gut küssen, ich kann die Luft küssen. Ich kann die Luft küssen. Ich kann stöhnen. Ich kann stöhnen. Ich kann mir selbst einstöhnen. Ich kann mich anstöhnen. Hey Kleiner, du bist so schön. Ja, auch wenn ich dich nicht sehen kann, bist du so schön und wunderbar. Und vor allem dieser Körper. Oh, der fühlt sich an, der fühlt sich an. Ja, der fühlt sich so an. Der bewegt sich ganz von selbst. Das Herz schlägt, ohne dass du je einen Gedanken dran verschwenden müsstest, dass es aufhören könnte. So lang schlägt es, weil sie liegt ja nicht unter deiner Ich-Kontrolle, deiner gedanklichen Vorstellung von dir. Ja, und das Blut, das fließt, so entlang, überall. Und die Luft, die atmet sich ein, durch die Lunge. Die Lunge atmet die Luft, ja, das ist auch sehr gut. Die Lunge hattet die Luft, atmet sie ein, rein in die Brust, ja, und von dort aus, da wird dann irgendwie, haben sie gesagt, die Wissenschaftler haben da Wissen geschaffen, dass da der Sauerstoff da ausgetauscht wird und dann kommt das Kohlendioxid, das wird dann wieder ausgestoßen. Und in den Zellen, da gibt es die Ribosome, ja, die bewegen sich ständig in den Zellen, da ist immer was los, da ist gar keine Ruhe, da ist immer irgendwie, oh, und die Zelle hat eine Zellwand, aber die Zellwand, die ist semipermeabel, also da kann was durch, da kann das Wasser, da kann sich die Zellen tauschen sich aus durch die Zellwand. Ja, das ist richtig gut. Ja, lauter Zellen. Oh, der Körper besteht aus lauter Zellen, haben sie gesagt, die Wissenschaftler. Die haben das rausgefunden, weil die haben da hingeguckt mit ihren Mikroskopen. Ja und wie fühlt sich das an, so dass da so ganz viele Zellen ein Körper bilden? Ja, wie fühlt sich das an? Ja, frag mich doch nicht, spür's doch selber. Ja, frag mich doch nicht, spür's doch selber. Körperzellen, ja, die Körperzellen, sie schwingen im Rhythmus der Lebendigkeit dahin. Sie sagen, tanz mit mir, mein Herz, du bist mein Schatz, zieh deine Jacke aus und vielleicht noch viel mehr und dann zappel ein bisschen rum und mach irgendwas und sei ganz anständig, verhalte dich der Norm entsprechend, es sieht ja keiner zu, du könntest auch jetzt was in die Hand nehmen und dann wieder hinstellen, ja. So, das Video ist jetzt langsam aus. Aus! Bis zum ewigen jetzt. Das nie kommt und nie verschwindet.